this is my testimony. My testimony. Jesus, you have turned my life around. I'm a living testimony. I'm so blinded by your grace. You are the truth that lights my way. Everyone's asking how I'm smiling. Waiting to be on the side. Hey Leute, heute geht's nach Bremen. Und wir haben. Also, wir fahren jetzt nach Bremen. Da gibt es eine Veranstaltung. Und ja, ich nehme mit. Thank you.
The reason why I started off with praise is, there's a formula for going into the presence of God. The Bible says, enter into his gates with thanksgiving. And after you have entered into the gates with thanksgiving, he said, now you can enter into his courts with praise. And after you have entered the courts with praise, now is the time where you can boldly walk before the throne of God. Amen. And say that, Lord, you are the Alpha and the Omega. You are my beginning and my end. You see, when we come before God, it's not about just saying any words. But you speak to God as your lover. You speak to God as your father. And you speak to God as the king that he is. Now imagine coming to God. You are the one that gives me everything that I have. Du bist der, der mir alles gibt, was ich habe. And if you leave my life, und wenn du mein Leben brauchst, I have nothing. Habe ich nichts. Praises. Wenn du mein Leben verlässt, habe ich nichts. Drops every baggage that you're holding. Oh yeah. Du weißt, was du cannot just come into church and say I'm walking into the presence of God. Du kannst nicht You can't just die Präsenz des Himmels betreten. Protocols that you have to go through before you pray. And I feel like sometimes as Christians we just walk anyhow into the presence of God. As if he's just an ordinary king. Als würde er einfach ein gewöhnlicher König sein. But coming from the United Kingdom. But he still is. He was good, and he's still good. He was powerful, and he's still powerful. He answered by fire, and he still answered by fire. I said he answered by fire, and he still answered by fire. He only came to prove a point. By the fire that came in the New Testament, changed the lives of people.
Leute, wir waren jetzt beim All Night und wir sind fertig. Und es war einfach lit. Lit. Shanda, wie war's? Was hast du für dich mitgenommen? So viel. Eine Sache nur. Spiel nicht mit der Präsenz Gottes. Und versuch. Oh! Versuch alles, was du kannst, was in dir ist, um an Gott dran zu bleiben. Wenn du an Gott bist, wenn du in ihm bist und wenn du bei ihm bist, dann bist du an dem sichersten Ort, an dem du sein kannst. Amen. Amen. Also für mich war das, was ich für mich mitgenommen habe, dass wir alles tun müssen, um in der Präsenz Gottes zu sein. Und selbst wenn wir uns dafür 6 Wecker stellen müssen, unser Handy ausschalten müssen, mal einen Tag wegfahren müssen und fasten müssen, beten müssen, aber eigentlich quasi nur Gottes Angesicht suchen sollen, dann sollen wir alles dafür tun, was nötig ist. Weil wenn wir nicht unseren Secret Place, unsere Quiet Time wahren können, dann haben wir keine Beziehung und es ist nichts authentisch und man wächst nicht, man hört nicht von Gott, man sieht nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Genau. Und es war sehr, sehr schön. Ich frage mal die anderen, ob die noch was sagen wollen. Mach mit Händen! Oh, oh, oh. Ich mach immer so mit der Tür. Oh, ey, Atu! Und das ist immer so. Keiner will auf mein Video rauf. Und ich mache jetzt einen Aufruf. Wenn du auf mein Video möchtest und wenn du was zu sagen hast, dann melde dich einfach bei mir, weil meine Freunde lassen mich so ein bisschen im Stich. Okay? Parking. How was the present night? Good? Yeah? Do you want to say something to my YouTube friends? Oh, what's your channel? How you should live, friends? God bless you. So, wir gehen jetzt zu Debbie. Wir übernachten hier. Es ist, glaube ich, wissen Sie, wie spät es ist? 6 Uhr. Dankeschön. Es ist 6 Uhr morgens. Wir waren um 10.30 Uhr hier. Und es ist 6 Uhr morgens und wir verlassen den Ort. Und es war sehr schön. Wir haben sehr viel Anbetung gehabt. Wir unterschiedliche Prediger, die über die Präsenz Gottes gesprochen haben. Und darüber hinaus hatten wir auch noch eine Q&A-Session, was immer sehr gut ist, wo wir halt dem Pastor und seiner Frau einige Fragen stellen konnten. Und sowas ist halt immer gut.